Ja, liebe Leute, willkommen zurück zu Mass Effect. Es geht weiter. Ich denke mal, wir werden heute die Welten uns anschauen. Scanner aktivieren. Wir können mal kurz checken die Lage. Das können wir eigentlich machen. Einfach mal so. Aber ich will ja jetzt eigentlich woanders hinfliegen. Landezone auf Aya. Verfügbare Mineralien. Nee. Wir machen erstmal Systemansicht und dann wollten wir ja zu diesen. Okay, überall, hä? Naja, gut, das machen wir dann später. Wir machen es später. Clusterkarte. So. Okay, wo sind die hier unten? Genau hier. Das ist das Ziel. Das ist unsere Heimat. Unsere Vorfahren kamen aus diesem System. Von Aval. Wie klein es von hier aus erscheint. Gut. Aval. Da geht's hin. Wieder mit einer eleganten Kurve. Gut. Scanner aktivieren. Wo können wir landen? Wo müssen wir landen? Hier hoch müssen wir, ha? Hier, oder? Genau. Ja. Ja, ich lasse das alles so. Ich habe ja keine Waffen weiter. Ich würde natürlich cool finden, wenn ich mir irgendwie ein Scharfschützengewehr kriege oder so. Das würde ich so sehen. Was haben wir hier Neues? Der tiefe Helm. Da gab es das Neue, aber... Oder bessere Panzerung ausrüsten. Das ist die normale 2% Bewegungs-EP-Erhöhung. Und das ist ultra selten. Ah, woher habe ich die? Was gibt's da? 15. Und 5. Na, das machen wir. Da rüsten wir doch das Ding aus. Ja? Klar, logisch. Gibt's hier was Neues? Nee, ich meine. Gibt's hier was Neues? Beine. Nö. Auch nicht. Das war das. Das andere ist alles okay. So, hier scheint es aber hier oben hier was Neues zu geben, oder? Berührung des Mieters. Ach, das ist nur eine Lackierung, hä? Kaum Wartungsaufwand. Jede Menge Flair. Ja, das können wir ja mal machen. Wie sieht das aus? Schwarz, oder? Tabula rasa? Die Essenz der Einfachheit? Das ist das einfach. Okay, dann nehmen wir das Dunkle. Getarnt, genau. So, das machen wir. Cool. Ich schicke Ihnen den Navpunkt für Dapa Lev. Das Team der Moschei sollte dort sein. Es war früher eine angaranische Stadt. Es gibt dort Landeplätze und genügend freie Sicht für einen gefahrlosen Anflug. Anomalie auf den Sensoren. Etwas Großes. Möglicherweise feindlich. Leite Ausweichmanöver ein. Moment, ich glaube nicht, dass das... Also, sowas kriegt man zu Hause nicht zu sehen. Ja.
Ich bringe uns rein. Gut, da sind wir wieder da, auf festen Planeten, auf dem festen Boden. Was müssen wir denn machen? Nächster Schritt, Welten zur Prüfung finden. Wir wollen jetzt erstmal den Wissenschaftler helfen, genau. Mit der Wissenschaftlerin in Kontakt treten. Da müssen wir dort lang wahrscheinlich. Ryder, wir treffen uns in DARPA Lab. Alles klar. Ich guck mal, ob ich irgendwas scannen kann. Kann ich irgendwas scannen? Hier gibt's das. Der Planet ist so voller Leben. Vielleicht gibt es hier draußen ja doch goldene Welten. Wenn es hier ein funktionierendes Gewölbe gibt, frage ich mich, wieso es auf der Karte auf Eos nicht angezeigt wurde. So, also checken wir mal die Lage. Kaputt. Macht nix. Kann ich ja hochhüpfen. Also, wieso ging das nicht? Doch. Okay. Gut, ja, ist irgendwie ein bisschen kaputt aus hier, hä? Forschungsstation, da vorne wär's das. Hallo? 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 Sprichst du mit mir? Weißt du nicht, wer ich bin? Okay, nur schauen und staunen, gut. Ich geh mal halt hier hoch, müssen wir mal schauen. Gehen wir bestimmt rein, hä? Genau. So, eigentlich müssen wir dorthin gehen. Na gut, das machen wir erstmal. Vielleicht können wir irgendwas checken hier, irgendwas scannen. Ich will mal wieder was scannen. Oh, da war was. Okay. So. Ich weiß nicht recht, Jean. Das sind Sie? Die aus dieser anderen Galaxie? Ja. Ryder, Kieran Dahls, leitende Wissenschaftlerin in DARPA Lab. Als Vertreter der Andromeda-Initiative fühle ich mich geehrt, Sie kennenzulernen. Sind die alle so förmlich? Ich glaube nicht. Wo ist der Rest des Teams? Ryder hat Erfahrung mit den Relikten. Wir könnten Ihnen bei Ihren Untersuchungen helfen. Haben Sie es noch nicht gehört? Bei der Erforschung des Monolithen ist etwas schrecklich schiefgegangen. Sie sind in einer Art Relikt-Stase-Feld gefangen. Sie sind wie eingefroren und zeigen keinerlei Reaktionen. Ich weiß, wie man mit Relikt-Tech interagiert. Ich kann Ihnen helfen. Ryder hat schon mal ein Gewölbe gesehen und ist offenbar irgendwie neu gestartet. In einem Meer voller Fische hat einer Perlen im Maul. Aber gut. Wenn Sie denken, das Alien könnte uns helfen, werde ich meine Skepsis mal beiseite lassen. Der Monolith ist nicht weit von hier. Tun Sie, was Sie können, aber seien Sie vorsichtig. Wir wissen nicht, was die Stase ausgelöst hat. Es könnte also erneut geschehen. Gut. Alles klar. Was sieht hier hinten aus? Was ist das hier? Datenpad. Gibt es wieder was zu überprüfen? Das ist schön. So, was haben wir hier? Raschel 4. Ich habe den Hinweis gehört, dass Sie hier draußen sind. Aber ich war nicht darauf vorbereitet, Sie persönlich zu treffen. Mein Name ist Ryder. Ich gehöre zur Andromeda-Initiative. Es heißt, Sie wollen uns helfen. Ich frage mich, was Sie wohl so alles tun würden. Alles, was kann. Oder was erforderlich ist. Wenn ich damit Ihr Vertrauen gewinne, bin ich dabei. Das ist beruhigend, falls Sie es ehrlich meinen. Mein Name ist Rachel Veer. Ich bin Archäoastronomin. Ich durchsuche unsere alten kulturellen Aufzeichnungen auf astronomische Phänomene. Ich setze das verlorene Wissen früherer Zeiten wieder zusammen. Ich will unentdeckte Kolonien finden, mit denen wir den Kontakt verloren haben. Potenzielle Verbündete gegen Dekett. Sie denken, dass es Angara-Welten gibt, von denen Sie nichts wissen? Genau das wollte ich herausfinden. Und dann passierte diese Katastrophe, als ich gerade nicht da war. Ich dachte, mein Zuhause und damit meine gesamte Forschung wären zerstört. Aber dann habe ich erfahren, dass ein Teil des Gebäudes noch steht. Ich wollte meine Forschungsdaten rausholen. Aber die wilden Tiere lassen mich nicht in die Nähe meiner alten Wohnung.
Naja, da helfen wir doch wieder mal, oder? Ihre Arbeit ist zu wichtig, um sie aufzugeben. Wir holen sie zurück. Ich gebe Ihnen die Koordinaten. Holen Sie einfach mein Forschungsmaterial aus dem Computer. Ich halte über Funk Kontakt zu Ihnen. Danke für Ihre Hilfe. Gut, aber jetzt nicht. So, Kommunikationsterminal. Was ist das? Aha. Gut, das sind irgendwelche Infos. Hier geht's weiter. Nutzen Unterstützung bei Cat-Angriffen alle? Gibt's hier was zu? Scan? Nö. Datenpad? Gut, kann man sich die wenigstens dann später mal alles nehmen, hä? Cool, cool. Haben wir den beklaut, hä? Braucht er gar nicht. Der Louis Ansen. Was? Wie, was? Ist alles in Ordnung? Sie wirken verzweifelt. Wollen Sie einen Orden für diese scharfsinnige Beobachtung? Sie sind der Alien-Besucher, der auf Aya nach unserem Gewölbe gefragt hat. Sie haben von mir gehört? Wer nicht? Wenn merkwürdige neue Spezies auftauchen, spricht sich das rasch herum. Man kann nach den Cat nicht vorsichtig genug sein. Louis Ansen, Historiker des Geschichtsspeichers Aya. Hören Sie, wenn Sie nichts brauchen, würden Sie dann bitte gehen. Ich organisiere gerade einen Transporter runter von diesem verfluchten Planeten. Okay. Ich will Sie nicht länger stören. Sehr gut. Achten Sie da draußen auf die Pflanzen. Die sind fies. Mhm. Aha. Das war die erste interessante Information mal hier. So, da haben wir das. Da waren wir hier. Dann checken wir nochmal hier die Lage. Da gehen wir hier nochmal rein. Oder raus. Ach, da gehen wir raus. Okay. So, das heißt, wir haben jetzt die Sache aktiviert. Und ich muss mal schnell auf die Karte gucken, wie wir am besten da hinkommen. Einfach gar nicht. Geradeaus und dann abbiegen. Ja. Irgendwie werden wir es schon schaffen. Geradeaus ist hier lang. Hm, was machst denn du? Warum hüpfst du da unten rum, Mädel? So, ab und zu mal gucken. Ah. Scannen, ist der, das ist es. Inhalt. Keramikscherben. Mhm. Gut. Ja, eigentlich muss ich hier unten lang, weiter hier unten lang gehen, ne? Oder kann ich hier lang gehen? Ich weiß es eben nicht, ob ich normal unten lang gehen sollte. Oder eben. Wahrscheinlich müssen wir das machen einfach. Regnet hier, hä? Hier kommen wir gar nicht weiter, oder? Muss ich außen lang. Hier lang? Kann ich hier lang? Nee, hier ist eine Mauer. Okay. Dann muss ich wahrscheinlich irgendwie umlaufen, das ganze Ding, oder? Ja, ist wahrscheinlich das Beste. Mal schauen, ob ich irgendwas scannen kann. Ob es hier irgendwas gibt. Pflanzen, nix, ja, hier. Nix. Ich habe da gehört, das ist alles neu, alles unbekannt. Und trotzdem kann ich nichts scannen, ja. So. Gut, also ich muss ja wahrscheinlich doch mehr auf die Karte gucken. Gut. So. Na gut, dann gehen wir hier lang. Auch nix. Platin. Sammeln, logisch. 4 Stück, nicht sehr viel. Besser als nix. Gehen wir hier. Geht das hier weiter oder ist das jetzt hier bloß irgendwie... Oder ist das bloß irgendwie...
das ist nur Spaß. Okay. Also wieder zurück. Wir müssen noch ein bisschen weiter hier lang gehen. Kommt, folgt mir. Geht hier lang? Und achten Sie auf Roka. Sie sind angaranische Fanatiker, die alle Aliens hassen und vermutlich ohne jede Vorwarnung schießen werden. Was? Wer ist denn das? Wie nett. Mhm. Behälter. Alles nehmen. Orca. Orca oder Uka? Hm. Ja, da müssen wir wahrscheinlich hier hoch, hä? Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Wieso? Was passiert? Ach so, das war hier. Da kann ich sozusagen. Wo ist er? Ach, da ist was Rotes. Das sind irgendwelche roten Typen schon wieder, ja? Wo ist denn jetzt der Aufklärungsposten? Hier oben ist er. Gut. Okay, Exfiltration zur Tempest? Nee. Ausstattung benutzen brauchen wir eigentlich auch nicht. Aktivieren? Nö, das lassen wir jetzt hier. So, da würde ich sagen, da wir eh hier hintergehen müssen, werden wir wahrscheinlich das gleich in Kontakt treten mit irgendwelchen Feinden. Okay, hier ist nix. Was ist das? Oh. Ich sehe nichts. Okay, hier sieht man ja gar nichts. Hab ich hier irgendwie den Nachtsichtgerät oder was? Das wäre doch cool. Was ist denn das? Okay. Ati-Feind. Okay, logisch. Nehmer. So, dahinter geht's weiter. Da sind auch ein paar. Wir gehen erstmal hier lang. Ist ja duster hier. Das sind die. Feind. Bekannt. Was war das? Ah, ein Pilz. Haben wir mal doch was gescannt. Gut. Im Dunkeln leuchtende Pilze. Cool, ja? Wäre total aufgeregt gewesen. Begegnen Sie der hiesigen Flora mit Vorsicht. In Ordnung? Ich nehme an, dass diese Pilze nicht essbar sind. Okay, nächster. Mhm. Ah ja, stimmt, das kann ich machen. Okay. Wo noch? Keine Munition. Come on.
sauber, wie ich das so mache. Okay, ihr könnt aber wieder mal kämpfen. Ich will wieder mal ein bisschen rumscannen. Gut. Nehmen, alles nehmen. Sehr schön. Und wie geht's weiter? Immer weiter, geradeaus. Okay, hier gibt's Heilung. Braucht man eigentlich nicht. Munition geht eigentlich auch noch. Können wir hier irgendwas scannen? Nö. Da ist was. Können wir da mitnehmen? Auch nicht. So, hier unten irgendwo was? Nö, wahrscheinlich auch nicht. Alles bekannt. Dann müssen wir hier hoch. Kommt. Meter, 60 Meter. Ach, das ist hier sowas. Ah, da ist noch Munition. Wartet mal. Das ist sowas wie wir bisher kannten. Na, mal sehen, ob wir da irgendwie helfen können. Ich habe sie gefunden. Die Forscher im Stasefeld. Ach, genau so. Da, wo Kieran gesagt hat. Okay. Am Leben. Der noch. Gibt es noch ein paar andere? Ach, da haben wir wieder hier. Das kennen wir schon. Wieder unsere Leitung hier hin. Da ist ein Symbol. Haben wir gescannt. Gibt es noch was Neues, anderes? Nö, gut. Na, dann müssen wir das mal aktivieren, ne? Probieren. Was ist los? Ach, hier ist noch eins. Okay, danke für die Info. Lösen wir dieses Rätsel. Uch, wieder sowas. Entschlüsseln Sie, ja, indem Sie die Rasterglyphen zuweisen, keine Zeile, Spalte oder markierte Form darf dieselbe Glyphe mehrfach enthalten. Ach je, so viel ist das echt, ja? Also das sind die unveränderlichen. Na da. Ist okay. Haben wir schon. Haben wir noch nicht. Haben wir noch nicht. Okay. Haben wir schon, haben wir noch nicht. Haben wir auch schon. Aha. Oh. Okay, na gut. Haben wir... Also, Zeile und Spalte, genau. Haben wir auch schon. Aha. Geht das überhaupt? Haben wir da auch schon? Hier ist schon und so ist schon. Müsste ich gucken. Also hier ist schon. Da ist da auch schon. Das ist hier unten. Och. Ah, Entschlüsselungs-Over. Override, was ist das? Ach, das ist, wenn es dann fertig ist. Oder? Die Frage, wie ich das mache, ob ich die erstmal so mache, weil hier ist ja dann sind ja schon welche vorgegeben. Und dann die Ecken erst. Vielleicht sollte ich das so machen. Bin jetzt nämlich schon wieder durcheinander. Okay, also
Machen wir erstmal die und dann machen wir die. Das ist ja nix. Das gefällt mir nicht. Ist schon spät. Also, weil es kann ja eigentlich fast alles sein. Das kann es sein. Das kann es sein. Ja, zwei kann es sein. Also nehmen wir das erste. So, und das ist hier drüben, also geht's nie. Also haben wir, also ist es dann eigentlich das, genau. Und da müssen wir es so machen. Und hier ist dann das, würde ich sagen. Genau, vielleicht ist es so besser. Machen wir erstmal die Sachen, die klar sind. Also so rüber. So, und jetzt ist das könnte es nicht sein. Das kann es auch nicht sein. Das könnte es sein. Dann lassen wir das mal. Oh, nee, das kann es nicht sein. Hier ist es ja schon. Also ist es nur das. Hä? Und das ist dann... Das geht nicht. Das hier ist es. Hä? Ja, muss so sein. So, und jetzt machen wir das mal in die Richtung. Machen wir das hier. Naja, das kann es ja eigentlich gleich sein, ha? Würde ich sagen. Und dann das hier. Und dann das hier. Und dann das hier. Und dann machen wir das hier. Oh. Und hier ist das hier. Okay. Wir müssen die Monitore beobachten und Scud, verskattete Sterne. Was? Wir sind? Wir haben. Was ist los? Pathfinder Rider von der Andromeda-Initiative. Ich komme aus einer anderen Galaxie. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sich zu orientieren. Noch mehr Aliens, die einfach so aus dem Nichts auftauchen. Was geht hier vor? Die Relikt-Tech hier hatte sie in einer Art Stase eingefroren. Ich weiß nicht, wer Sie sind. Halten Sie sich von mir fern. Ich glaube, er erinnert sich nicht daran, dass er eingefroren war. Packt eure Ausrüstung zusammen. Wir gehen. Unsere Leute in Pelerf müssen erfahren, dass sich bei den Monolithen Aliens aufhalten. Ach, danke schön. Richtig gut. Wie sieht es bei Ihnen aus, Ryder? Haben Sie herausgefunden, was dem Forschungsteam zugestoßen ist? Ja. Wir haben das Stasefeld deaktiviert. Die Forscher sind wohlauf und bereits auf dem Rückweg. Das sind gute Neuigkeiten. Sie sollten auch herkommen. Ich habe den Eindruck, Kieran möchte mit Ihnen reden. Okay, zu Kieran gehen. Aber ja, gibt's ja noch was? Nö, hier gibt's wahrscheinlich nichts. Das haben wir geklärt. Na gut, dann flüssen wir halt wieder zurück. War jetzt bisher nicht so aufregend irgendwie. Ein paar Roboter ins Jenseits befördert, aber ansonsten, ja. Gut. Können wir ein bisschen schneller laufen, hä? Komm. Ja, eh alles zu Fuß wieder zurücklaufen. So, hier draußen waren die Typen. Die sind jetzt wahrscheinlich weg. Nehme ich an. Komm. So, wie sieht es denn eigentlich hier aus in der Map? Da waren wir dort drin. Dann ist, was ist das eigentlich jetzt hier? Ah! All das Frag. Ne, da gehen wir doch mal nach rechts. Auf jeden Fall. Erinnerungsfragmente. Zentrale Wildnis. Was ist da hinten eigentlich? Was war hier? Irgendwas. Ach, das war nur drüber hüpfen, oder? Ja, String. Alles klar. So, das kennen wir schon.
So, wo müssen wir jetzt lang? Essen Sie nichts von dem, was Sie sehen. Nicht in diesem Gebiet. Danke für die Info, also weiter rum. Okay. Alter. Gut, war's das? Ach, das sind irgendwelche Viecher, hä? Okay, Schuppenfaser. Ja, das ist ja nicht verkehrt. Können wir die alle wegnehmen? Ach, da kämpfen die schon gegen die, oder was? Das sind Saurier. Die interessieren sich gar nicht für uns, oder was? Okay, doch. Wer? Ich habe sie gerade weggeschossen, alle. Der eine noch, der letzte. Gut. Was? Hat er gerade gesagt, kann mir jemand helfen? Nee. Rennen wir mal hin, mal schauen. Mal irgendwas hier finden, irgendwas scannen können. Bestimmt, hä? Nee, doch hier. Ah, ein Scharfschütze. Da ist noch mehr. Aha. Na gut, die können wir ja eigentlich. Gut, dann lassen wir die in Ruhe, wenn die hier nur vor sich hin leben. Oh. Gut, danke. Ja. Gut. Ja, nehmen wir alles mit. Gut, muss trotzdem mal schauen auf die Map. Ah ja, und jetzt noch ein bisschen hier lang. Okay. Und hier hoch oder was? Also hier sieht man nichts. Man sieht hier nichts. Nickel. Okay. Nee, bin schon wieder falsch. Oh. Das ist echt hier irgendwie. So, wenn ich jetzt hier bin, ja. Und dann nach rechts vorne. Beziehungsweise ich könnte auch geradeaus gehen, einfach auf das Wrack. Aber das haben wir ja quasi irgendwie. Das ist, so sind wir doch eigentlich dort gewesen schon, oder wie, oder was? Das ist dann wahrscheinlich hier unten das. Die schießen da rum, das können die von mir aus machen, das stört mich nie. So. Also jetzt bin ich da eigentlich davor, oder? Oder? Verstehe ich jetzt nicht. So, M, ja? Wenn ich jetzt M drücke, bin ich doch eigentlich. Da. Jetzt bin ich doch eigentlich da. Muss ich das aktivieren erstmal? Also irgendwie verstehe ich es nicht so ganz. Ich check nochmal kurz die Map. Ich stehe da jetzt quasi davor, oben drauf irgendwie, oder? Muss ich noch ein bisschen weiter vorgehen? Mal sehen. Oder ist das hier unten, oder was? Abgrund der Schöpfer? Es sind Anblicke wie dieser. Für die sich das alles lohnt. Wachsam bleiben. Wir wissen nicht, was da unten ist. Da möchte ich nicht runterfallen.
Wie komme ich denn da runter? Runterhüpfen? Na gut, dann machen wir das jetzt nicht. Dann machen wir dann eben dann gehen wir nochmal schnell hier und jetzt hier runter. Hierhin, das will ich machen, wenn ich schon mal hier bin. Also hier lang. Und dann hier runter, oder? Hier lang? Ja. Oh. Ziele ausgeschaltet. Oh. War ja nix. Das war da nix. So, ist hier jetzt noch was irgendwie darunter? Nö, das ist ja völlig verkehrt. Das ist hier in die Richtung. Aber dann wahrscheinlich hier hoch, oder wie? Ach, voll gespuckt. Gut, das war's. Okay, so. Also, ich will das jetzt haben. Ich will das jetzt finden, ich will das jetzt sehen. Das heißt, klar, das geht hier lang. Wahrscheinlich hier oben, ne? Hier sieht er irgendwie so aus, als wenn hier irgendwas ist. Scannen brauche ich nicht, sowieso nichts. Broker-Angriff. Moment, sind das Turianer? Das sind Latanus-Uniformen, Pathfinder. Die Turianische Arche? Mhm. Das sind auch Feinde, oder? Also aufladen. Sorry. Oh, Alter, geh doch mal. Oh, ich sollte über meine Deckung gehen, ne? Dass mein Schild wieder aufgeladen ist. Oh. Oh, die halten ganz schön was aus hier. Gut, das war's, oder? Da kommen noch mehr. Oh. Gut, komm. Geh mal hier hinter, geh mal hinter. Hier gab's doch hier, das hier gibt's doch hier. Genau. Munition, Heilung. Achtung, Feinde! Alles klar. Ich brauche Geld. Nicht schlecht. Na klar. Okay. Gut. Checken. Datenbett. Alles klar.
checken. Lese ich mir nicht durch. So, komm. Scan. Alles gut. Ja. Ich wollte eigentlich dahinter. So. So, hier ist alles clear. Behälter natürlich. Looten. Sehr schön. Das schauen wir uns dann später an. Ah, da hinten ist es, ja. Mit dir rede ich gleich. Hier. Na, ne, ne. Sam, noch eine Erinnerungsbenachrichtigung? Ja, aber meine Speichermatrix ist immer noch blockiert. Es sind weitere Auslöser erforderlich. Ja, ist okay. So, jetzt. Hallo? Ein Bauchschuss. Äußerst schmerzhaft. Danke für Ihre Hilfe. Mein Name ist Avitus Riggs. Tut mir leid, wenn meine Methoden ein wenig extrem erscheinen. Das Leben als Zivilist ist schwierig. Scott Ryder, ich bin der menschliche Pathfinder. Waren Sie früher Soldat? Ich war Inspector. Special Tactics and Reconnaissance. Ich habe 15 Jahre lang die Drecksarbeit für den Rat erledigt. Mhm. Sie sind es also gewohnt, sich über das Gesetz zu stellen. Tja, ein Glück, dass es in Andromeda keine Gesetze gibt. Ich bin zur Initiative gegangen, um mich zur Ruhe zu setzen. Dann ist die Nathanus auf die Geißel getroffen und bam, ich bin hier wieder aufgewacht. Was ist passiert? Wo ist die Arche? Keine Ahnung. Ich musste mich selbst aus meiner verdammten Stase-Kapsel befreien. Ein solcher Absturz hätte sie töten können. Diese Kapseln sind stabiler, als sie aussehen. Der Großteil der turianischen Population wird noch vermisst. Darunter auch Mason, unser Pathfinder. Allerdings wurde Sam nicht auf mich übertragen, also lebt er noch. Ich weiß nur nicht, wo er ist. Der Sam-Kern könnte zerstört worden sein, als die Nathanus auf die Geißel getroffen ist. Ich wüsste es, wenn er tot wäre. Mason hat Andromeda sein Leben gewidmet. Er ist zu stur, um jetzt zu sterben. Das hoffe ich. Wir brauchen jeden Pathfinder, den wir finden können. Die Trümmer und Stase-Kapseln der Nathanus sind über den gesamten Sektor verteilt. Unter uns gesagt, irgendetwas werden wir schon finden. Die Siedler hier brauchen ihre Hilfe. Ich bin nur eine Notlösung. Mason ist derjenige, den sie brauchen. Hier ist meine Frequenz. Melden Sie sich, wenn Sie etwas finden. Gut, sehr schön. Okay, da würde ich sagen, wir gehen erstmal zurück, weil gescannt hatten wir ja eigentlich schon hier alles, ja. Reden tun wir dann mit dem auch später, oder? Was ist, wenn wir jetzt reden mit dem? Ich kann nicht glauben, dass das wirklich passiert. Ich dachte, wir würden für immer hier festsitzen oder bis die Aliens uns umbringen. Wir haben dieses Lager aus den Resten unserer Stase-Kapsel gebaut. Wenn wir gehen, können wir das Wrack nicht zurücklassen. Da draußen liegen Trümmer, an die wir nicht rangekommen sind. Wir müssen sie mitnehmen. Okay. Naja, ja. Alles von dem Absturz gehört der Initiative und kommt mit ihnen zurück zur Nexus. Gut. Wir wissen nicht, was noch intakt ist. Ich will nicht, dass feindselige Aliens etwas davon gegen uns einsetzen. Falls Sie irgendetwas von der Arche Nathanus finden, markieren Sie es zur Bergung. Oh, und danke. Alles klar. Sehr schön. Jetzt, aber jetzt versuchen wir es, nach Hause zu kommen, zurückzukommen, hinzugehen. Und aufgeladen sind wir. Aufgeladen sind wir. Jetzt flitzen wir mal ein bisschen. Geht das? Geht das? Kann man sich auf beamen eigentlich oder so? So, da haben wir halt immer noch. Wir werden halt immer abgelenkt von allen möglichen Nebenmissionen. So ist es aber. So, also erstmal zurück. Nickel hat man schon gefunden. Nein, 70 Stück gekriegt. Sehr schön. Scheiße, ist das grün hier. Ich spüre schon, wie meine Allergien wieder aufkommen. Hier oben war noch was. Nickel. Wir sind 2 Millionen Lichtjahre von zu Hause entfernt. Und Sie haben Allergien?
Keine Ahnung. Vielleicht schlägt auch nur mein Spinnensinn an. Ja, mir ist es ja einfach zu duster auf diesem Planeten. Ich möchte wieder in hellere Gefilde. Bestimmt Sniper wieder. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Ich glaube, ich kann ja unendlich rennen, oder? Hier, kann man auch so eine Kapsel landen lassen, hä? Geht das? Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Cool, können wir uns gleich mal wieder fit machen, ja? Genau. So, also dann. Zurück. Und reden. Du fühlst dich kein bisschen anders? Irgendetwas Neues von der Moschee? Sie haben nicht gelogen. Kieran hat uns alles erzählt. Sie hatte sogar Bilder. Ich entschuldige mich für die Unfreundlichkeit, mit der ich Ihnen anfangs begegnet bin. Machen Sie sich deshalb keine Gedanken. Sie hatten keinen Grund, mir zu vertrauen. Die letzten Aliens, denen Sie begegnet sind, waren die Cat. Ryder, was Sie hier getan haben... Ihr Verständnis für die Relikte und ihr Sam müssten Ephra davon überzeugen, dass sie ein Gewinn für uns sind. Wir sollten so schnell wie möglich mit ihm sprechen. Vielleicht auf der Tempest? Ich habe nachgedacht, Kieran. Wenn Ryder die Relikte verwenden kann, könnten wir dann nicht die Monolithe reparieren, um Havals Verfall zu stoppen? Havals Verfall? Das zu erklären wird eine Weile dauern. Wir können uns weiter darüber unterhalten, wenn Sie Zeit haben. Gut. Liebe Leute, da würde ich sagen, da mache ich erstmal Schluss. Wir haben das abgeschlossen. Sehr schön. Oh, ach so, Haval oder. Okay, ein Standort für einen Außenposten finden. Haben wir da auch gerade gemacht, oder? In World. Zum Folgen Z halten. So. Da ist das nächste, aber das ist wahrscheinlich dann woanders. Können wir noch mal kurz checken die Lage. Ja, das ist dann woanders, das sind die Trümmer. Und hier sind dann die ganzen Dinge. Gut. Ja. Okay. Du machst erstmal Schluss hier und das nächste Mal geht's weiter. Bis dahin. Ciao.